Hallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Zero Sievert nach einer halben Ewigkeit. Ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr ist das her. Mindestens. Ich weiß nicht, wann ich damals den Ausraster hatte. Also, ja. Dieses Spiel gab es eine lange, lange Zeit nicht mehr. Aus dem einen und einzigen Grund, dass die Entwickler bei dem Spiel Scheiße gebaut hatten. Und zwar wirklich Scheiße gebaut hatten, dass ich bei meinem alten Spielstand, ich sag extra alten Spielstand, weil ich einen neuen machen musste, meine Kiste so kaputt war, dass ich nichts mehr lagern konnte und so gesehen einfach nur noch aufgeschmissen war. Deswegen. Ich war übrigens nicht der Einzige. Ich hatte mich sogar in den Diskussionen deswegen beschwert. Und da hieß es dann, dann gebe ich dem Entwickler trifft keine Schuld in solchen Fällen. Doch, den Entwickler trifft vollends die Schuld. Also, wenn jeder Spieler das Spiel nochmal neu starten muss, bei mir 31 Stunden vorher, und diese 31 Stunden dann komplett für den Arsch waren, das ist dann schon Kacke. Und ich musste jetzt knapp 17 Stunden offscreen damit verbringen, diesen Spielstand wiederherzustellen. Ich habe in gewisser Weise auch mehr oder weniger gecheatet, also jetzt nicht gecheatet mit Mods und so weiter, sondern hier bei Schwierigkeit. Ja, ich zeige euch meine Waffe. Ich suche die Taste. Ich bin nur zu doof zum Finden. Also in den allgemeinen Einstellungen, hier konnte ich einstellen, wie sehr alles droppt, wie hoch der Verkaufswert ist bei allen. Also das ist so ein Amplifier und da habe ich alles sehr weit hochgestellt, weil das mich schon massiv angekotzt hat, dass ich wegen eines Entwicklerfehlers alles nochmal neu machen durfte. Ich habe jetzt versucht, soweit es geht, wie beim vorherigen Spielstand, das nochmal neu zu machen. Wie zum Beispiel hier mit dem Labor, dass ich da reingegangen bin, in das Zeug geholt habe. Nebenbei hatte ich dabei noch eine andere Quest abgeschlossen, die mit dem Hotel, die in dem Gebiet vom Labor mit zu tun hat. Ich glaube, wir haben auch nicht so viel mehr bei dem Spiel vor uns, zumindest beim aktuellen Stand, aber ich wollte auf jeden Fall das Spiel weiterspielen, weil ich das Spiel schon geil fand. Also, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, um eventuell noch fertig zu werden mit dem Spiel beim aktuellen Stand, weil es sind ja noch zwei Maps in Planung. Aber ich habe heute bis zu 3 Stunden maximal vor. Ich sage maximal, weil ich nicht weiß, wie lange wir brauchen werden. Weil soweit ich das sehe, haben wir nur noch ein Gebiet vor uns. Ich muss gerade gucken, wem ich gerade überhaupt abgeben kann. Hier kann ich abgeben. Gib mir das mal. Und dann. Ich soll eine Infestation vernichten. Ja, als ein Zeptich mal. Dann nehme ich mir einfach die Teile hier. Okay, da haben wir nur noch die eine Quest. Und wir müssen mal die CCTV-Kamera-Quest abgeben bei den Crimson-Leuten. Das war in der einen Area, wo die Blinks zum ersten Mal aufgetaucht sind. Da wandere ich dann auch direkt hin, ne? Mein Inventar ist auch voll hochgestellt. Also ich kann euch das übrigens zeigen, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise hier einfach nur das hier verkaufen will, das allein ist jetzt 1400 deswegen schon wert. Also ich habe den Verkaufswert hochgetrieben und was die an Geld haben können, die haben ein doppeltes Inventar, dass ihr da einfach Bescheid wisst. So. Und hier, das meine ich übrigens, hier, das sieht noch so aus, als ob noch zwei Maps in Arbeit sind. Und hier steht ja auch in Development. Also, das Spiel ist noch nicht komplett fertig. Es hat seitdem letztes Mal tatsächlich überhaupt kein Update bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit dem Gebiet hier schon komplett fertig sind. Ich glaube, im Swamp haben wir auch mehr oder weniger alles. Ich habe den Typen, den Grigory, übrigens seinen Rücken zurückgebracht und der verkauft einen dann richtig geilen Shit. In die Industrial Area muss ich. Da sind die Crimson-Leute. Da will ich hin. So, und zu dir will ich. Bevor ich das annehme, den Koch will ich nehmen.
So, clean up. Nice job with the CCTV, TV-Kamera, Hunter. Killfilm sind Soldiers of the Green Army. Okay, einfach 15 Green Army-Leute vernichten. Die sind mittlerweile auch richtig easy. So, seht ihr? Hier ist so ein leichter Anstieg. Der ist jetzt nicht so extrem, aber er ist schon erwähnenswert. So, da gehe ich dann hin, dann gehe ich hier auch aus dem Gebiet auch direkt wieder raus. Mehr wollte ich ja hier nicht. Also es gab einmal so eine Quest bei der Green Army, wo man da dieses eine Gebiet erkunden sollte, wo wir jetzt gleich hingehen. Sollte man einfach hingehen, investigaten und dann... Mehr war da nicht. Also... Da bei dem Gebiet. Schön, dass ich jetzt erstmal einen Kilometer laufen darf. Das finde ich geil. Das ist kein Fort von den grünen Army-Leuten. Das sind Banditen. Ich muss ja auch bedenken, ich muss 15 von denen jetzt umnieten. Diesmal will ich den Stress mit denen. So, einer tot. Zwei tot. Einmal kurz hochheilen. Da ist bestimmt noch einer. Nee, waren nur die drei. Die können ja noch guten Stuff bei sich haben. Zum Beispiel das. Na komm, gehen wir weiter. Also hier vorne, da konnte ich investigaten und mehr war da wie gesagt nicht. Hier sind doch noch mehr hier draußen, oder? Ah, ich sehe das Ding. Okay, das wäre abgeschlossen. Bin gespannt, was man hier so looten kann. Offenbar nichts Gutes. Ich kann Toilettenpapier hier looten. Ich sollte erstmal schauen, vielleicht steht hier noch irgendwo ein Vieh. Stimmt, nächste Mission da reingehen. Ein Hunter hat sich hier tatsächlich reingewagt. Daraus mache ich eine Bohnensuppe. Also ich muss schon sagen, es war echt anstrengend, meinen Spielstand so wiederherzustellen, wie er vorher war. War wirklich mega anstrengend. Dieser Hidden Stash, der hat mich immer verhöhnt, weil ich da nie rankam, aber jetzt kann ich's. Und dann ist da nichts Gutes drin. Auf dem Prinzip können wir jetzt eigentlich schon wieder hier aus dem Gebiet verschwinden.
So oder so müssen wir einmal über die halbe Map. Ich gehe einfach hier oben rum, vielleicht sehe ich ja nochmal die Green Army. Ich habe Minus gemacht. Geil. Hassen die mich jetzt? Nee, scheinbar nicht. Wird Phänomena. Ja. Okay, ich lese schon mal Swarm. Okay, auf jeden Fall zum Swamp. Ich versuche jetzt mich hauptsächlich ein bisschen mehr auf die Story halt zu konzentrieren und weniger aufs Looten. So, Mitte, Mitte. Muss ich weit laufen, aber wenigstens dort direkt ein Rescue Point. Löche, was bist du denn? Was ist das denn für ein Ding? Ich meinte nicht das Alienvieh. Ich meine das da. Autschen. Sind hier noch mehr Aliens? Ich denke mal, das ist diese Anomalie, von der er gesprochen hat. Ich hasse die Dinger. Die sind so kackschnell. Wenn du die nicht instant killst, bist du sofort RIP. Ach du Scheiße. Hier riecht dich radioaktiv. Das ist doch bestimmt geilen Loot. So sieht es aus, wenn man nichts zu verlieren hat. Rescue Point ist ja sowieso direkt neben mir. Das war es, was ich holen sollte, ne? Mehr war in der Quest nicht. Ja. Meine Nase blutet. Schaffe ich aber auch ohne mich zu heilen. Ich besuche erstmal den Doktor. Herr Doktor, ich wurde radioaktiv verstrahlt. Gib mir die Pillen. Preparing for battle. From the helicopter's black box, we were able to discover that the crew had spotted a strange purple crystal in the swamp. Shortly thereafter, there appears to have been an unusual burst of radiation. Crystal appears to be in the swamp village, which is bad news because that place is infested with ghouls and we blocked the entrance some time ago. Okay, direkt wieder zurück in den. Nee, nicht mal. Was genau fehlt mir? Ach, Bandagen und sechsmal Wodka. Ohne den Wodka geht's halt einfach nicht. Ich kann das voll verstehen.
Die Bandagen sollte ich doch einfach herstellen können. So, und ich muss jetzt auch nicht für den Wodka extra losziehen. Ich kann das jetzt so machen. Ich lege mich einfach wieder aufs Ohr. Mache einfach mal kurz einen Tagskip. Mach das auf 10 Uhr. Oder später, je nachdem. Farmen. Verkaufen wir noch mehr Wodka. Warum schwer machen, wenn es einfach geht? Wenn mein Charakter stirbt am Hunger. Er stirbt den Hungertod. So. Sollte damit alles haben, oder? Ach, ich brauche 6 Wodka. Entschuldigung. So, ich bin vorbereitet. Der Wodka ist fertig. Ohne Wodka kann man einfach nicht kämpfen. Okay, einfach in den Swamp gehen und den clearen. Okay, wir müssen zwischen 10 und 3 Uhr dorthin. Wir hatten zum ersten Mal eine Zeitvorgabe. Ist doch hier, oder nicht? Oder bin ich hier falsch? Ich bin doch nach 10 hier hin. Wo sind die? Oder ist das hier gar nicht das Dorf? Ach nee, das hier ist es wahrscheinlich. Oh, dann bin ich komplett falsch. Es hieß ja, es hat nur einen einzigen Eingang. Bin ich hier richtig? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das war nicht das Village. Warten die hier irgendwo im Umkreis? Oder wo sind die? Ich denke mal schon, dass das da oben gemeint ist. Ich glaube, ich bin zu einer falschen Uhrzeit hier hingekommen. Ach nee, nach 10, ne? Jetzt ist erst 10 Uhr. Ich glaube, ich bin wirklich zu einer falschen Uhrzeit hergetravelt. Ich habe keinen Extraction Point in der Nähe. Also da oben war richtig, ich war noch zur falschen Zeit hergefahren. Es ist wichtig, um welche Uhrzeit man anfängt.
Schön, wie man gar nichts sieht. Hallo. Sie kommen. Die machen das schon, ne? Ich rate einfach auch mal in die Richtung. Alter, kommen da viele Ghule. Ich glaube, ich muss gar nichts machen. Die schaffen das schon. Waren das alle? Cleetus war completed. Okay, mehr musste ich offenbar nicht machen. Ist er jetzt offen? Nee, die sind nur rausgerannt. Ich könnte die jetzt natürlich über den Haufen schießen, ne? Aber ich lasse die mal, das sind meine Freunde diesmal. Es ist verlockend, aber ich lasse es. Ich will jetzt nicht riskieren, das nochmal machen zu müssen. Jetzt dürfen sie ihren Siegeswodka genießen, ne? Das Teil ist am meisten wert. Nee, das sollte möglich sein. Jetzt darf ich dann nochmal hin. Aber das machen wir dann bei Tage, ne? Nicht bei Nacht. Danke fürs Geld. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Fällt gerade ein, ich kann die mit der Sniper one-shotten. Gut, dass die nicht zielen können. Ich aber mehr oder weniger auch nicht. Kann man hier irgendwas Geiles looten? Ja, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Davon kann ich eigentlich auch das ein oder andere in die Leiste ziehen. Aber jetzt nichts Geiles drin. Ich glaube, da fängt das erst richtig an. Da oben. Ich hab dich gesehen. Die Gutheit, Mitch. Die ist nie verkehrt. Ja, das nehme ich auch mal mit. Ich glaube, ich kann alles an Heilung gebrauchen, was ich finden kann.
Solange ich noch relativ offenes Gelände habe, schieße ich die mit der Sniper tot. Da sehe ich doch so eine Infestation schon wieder, aber wo komme ich da rein? Rein. So, das nehme ich mal mit. Nee, hier drum komme ich nicht rein. Da bin ich zu dick für. Irgendwie muss ich an dem Stein vorbeikommen können. So, erstmal das Ding platt gemacht. Wie soll ich denn da reinkommen? Ich habe auf jeden Fall da gerade einmal sauber gemacht. Ich kann den Stein ja nicht kaputt schießen. Also wie komme ich da rein? Ach, da soll ich auch gar nicht hin, nicht so dahin. Okay, never mind. Die Munition geht's gerade noch gut. Ich denke mal nicht, dass es falsch gewesen ist, das gerade kaputt gemacht zu haben. Ich glaube, wir haben den Kristall gefunden. Irgendwas hat das Ding mit mir gemacht. Okay, gibt nur eine Richtung. Das Gute ist, der Weg ist schon geklärt. Also, das große Dickerchen wurde schon fertig gemacht. Das Schlimme ist, es kann nicht mehr auftauchen. Den gibt es nur einmal auf der Map. Also, soweit es geht, sollte das doch jetzt hier gewesen sein mit dem Swamp, ne? Krass. Gib mir einfach das, was am meisten wert ist. Oh, guck mal, bei dem bin ich fertig. Was mache ich mit diesem Schlüssel? Ich glaube, ich sollte in den Spawn zurückgehen. Es gibt ja dieses eine Dorf, wo Banditen hausen. Und da kann man auf jeden Fall in den Abwasserkanal. Ich glaube, da muss ich als nächstes hin. Natürlich gönne ich mir erstmal hier neue Ausrüstung. So, hier unten suchen wir jetzt die Tür, die mit dem Schlüssel kompatibel ist. Die Ratten sind böse.
Hier unten können auch Leute sein, die auf mich schießen wollen. Alles, was in den Nahkampf kommt, ist Kacke. Die Ratten machen zwar kaum Schaden, aber es ist trotzdem mies. Wenn man die echt schlecht treffen kann. Ich denke, ich muss ganz weit nach unten dafür. Böses Ratti. Hier sind Ghule. Finde ich ganz bestimmt keine Tür. Da ist auf jeden Fall Stuff. Ich weiß schon, warum ich reinschießen wollte. Ja, gib mal. Ich glaube, mit nach unten gehen liege ich gar nicht so falsch. Dass man sich so ein bisschen durchkämpfen muss erstmal. Alter, ist das Gebiet hier unten groß. Geh kaputt. So, noch mehr. Auch schon wieder so ein Holy Shit Moment. Okay, bisher habe ich ja nichts gefunden. Aber irgendwann habe ich ja auch alles totgeschossen. Wenn das so weitergeht. Da! Ich sehe eine Tür. 100%.
dass ich da rein muss. Wer bist du? Okay. Okay. Das scheint alles zu sein. Aber das ist der Typ, der uns gerettet hat. Okay, questmäßig müssen wir nur noch Leute abschießen gerade. Ich würde es gerne lebendig hier rausschaffen. Ich weiß ja, dass ich einfach nur direkt nach oben dafür muss. Gehen wir mal den ganzen Myth. Okay, bei dem bin ich auch fertig jetzt. Das ist noch ein Development, hier denen beitreten zu dürfen. So, Modder Level 6. Also eigentlich Level 5, aber Level 6 Bug. So, der Mount macht jetzt noch mehr Damage. Hier habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, ob irgendwer von denen random eine Quest hat. Kann ich mal gucken. Aber ich glaube eher weniger. Ich glaube nur die, die so ein bisschen spezieller aussehen. Dann kann ich hier wieder verschwinden. Dann gehe ich an den Stash, nehme jede Schlüsselart einmal mit und dann ab in die Mall. Ich muss ja nur noch diese Kivas über den Haufen schießen. Also ich habe nur noch vom Barmann die Questen. Ja, die Mall ist sehr groß. Ich hoffe, man kann zur Seite auch raus. Also, ach, hier sieht man das nicht, sonst hätte ich jetzt gezeigt, was für eine Rüstung. Ist auch so eine Elektroanomalie. Komischerweise hatte ich aber dazu nicht eine einzige Quest zu diesem komischen Bellen. Kann es sein, dass sie von der Karte her nur wesentlich größer aussieht, als sie eigentlich ist, die Mall? So, die habe ich dann mal aufgescheucht. Noch sehe ich keine neuen Gegner. Aber gut, man sieht auch gerade generell beschissen. Da drin sind die wahrscheinlich. Okay, hier drin ist hell.
Irgendwie haben Mods in solchen Spielen schon irgendwas Besonderes, ne? Ach, ich kann die Kassen einfach leeren. Das ist ja nett. Nehme ich doch gerne mit. Die Kasse hat offenbar schon jemand geleert. Hallo? Ich laufe schon extra langsam durch die Gänge. Das hier war wahrscheinlich das Sicherheitsbüro. Warum sind da X'er auf dem Boden? Darf man mir hier bitte irgendwas entgegenkommen? Ich finde es gruseliger, dass hier mir nichts entgegenkommt. Also nichts mit Beinen. Wir sind bei Abibas. Nicht bei Adidas, sondern Abibas. Hallo? Ist irgendwer zu Hause? Da sind Blinks zu Hause. Okay, die Mistviecher laufen hier auf jeden Fall rum. In der Sushi-Area. Da ist ein Hunter. Ich lasse den mal leben. Genau deswegen, der kann ja für mich auch den... Warum treffe ich dich nicht? Ich lasse den einfach mal in Ruhe. Der kann ja, wie gesagt, auch den ein oder anderen von denen für mich über den Haufen schießen. Da schießt auf jeden Fall etwas die ganze Zeit. So, jetzt habe ich einen Hunter mit so einem Alien erschossen. Ja, ich sollte die Hunter echt in Ruhe lassen. Die machen mir das Leben hier irgendwie leichter. Weil die Viecher über den Haufen schießen. Aber wozu habe ich jetzt die ganzen Schlüssel mitgenommen? Da fühlen wir hier gerade im Feuergefecht. Da könnten diese Kibas sein. Nee, schlägt normale Banditen. Und über den Haufen geschossen worden. Ich habe da drin jetzt nichts gesehen, was auf die hingewiesen hat. Das ist ein spezieller Typ, der da drinnen hockt. Und den soll ich 15 Mal über den Haufen schießen. Das wird ein Spaß.
Ich skippe erstmal bis nächster Morgen ist. Ist einfach random irgendwo da drin oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen, wie ich den finden soll? Ich hoffe echt, ich muss jetzt nicht 15 Mal ein und dieselbe Person töten. Ist ja schon nervig. Ich hoffe eher, dass das eine Fraktion ist. Und wieder rein da. Warte mal, kann es sein, dass der mich nicht abgeschossen hätte? Der hat nämlich gerade irgendwie so ein bisschen innegehalten, bevor der geschossen hat. Ich weiß, dass da noch ein weiterer von euch sitzt. Also dieses Teil hat auf jeden Fall multiple Eingänge. Das ist ja klar. Ich stehe auf dem X. Mit dem diesem Keeper, das klingt so unangenehm, den zu suchen. Und ich habe mittlerweile wirklich stark die Befürchtung, dass es stets nur eine Person ist, halt das 15. Mal dieselbe Person über den Haufen ballern. Bist du mir feindlich gesinnt? Ja, bist du. Nutze erstmal das hier. Wo ich einen ruhigen Moment habe, nutze ich erstmal das Schlechte. Da ist ein Bandit. Sonst noch wer? Wofür genau habe ich diese Schlüssel? Kann gefühlt jeden halben Meter looten. Da ist wieder ein Hunter. Genau, tötet euch mal gegenseitig. Okay, unten. Du wolltest was trinken. Alles, was Heilung ist, nehme ich denen weg. Was hat der denn auch für eine krasse Shotgun?
Okay, ich glaube, ich habe schon den hintersten Teil dieser Mall damit gefunden. Aber den Typen, den ich über den Haufen schießen will, den habe ich noch nicht entdeckt. Ich wusste nur, dass er da in dem Eck irgendwo gabbelt. Ich habe unter anderem auch noch keinen Punkt gesehen, wo ich diese Schlüssel brauche. Ich verstehe immer weniger und weniger, wofür ich die mitnehmen musste. Weil bei jedem von denen steht hier irgend so ein Shop in der Mall. Hier Swarovski. Office Room, Textor, Storage Room of the Old Facility. Ja, das konsumiere ich mal direkt. Das da unten sieht nach Storage Room aus. Obwohl, nee, das sind die ganzen Einkaufswegen. Vor irgendwas läuft er davon. Da war der. Okay, ich hab ihn einmal. Bitte sag, dass der hier häufiger ist. Da ist der Textor. Ja, die Rüstung von denen, die ist ja jetzt nicht gerade geil. Aber Alter, haben die Zeug dabei. Die haben den guten Stuff. Die haben den richtig guten Stuff. So, jetzt ist die Frage. Ist der nur einmal da oder ist das eine Fraktion? Das frage ich ja schon die ganze Zeit. Seine Waffe ist auf jeden Fall scheiße. Ach, guck mal, da ist jetzt eine Tür, die geöffnet werden will. Und der Schlüssel, der verbraucht sich offenbar auch nicht. Okay, was wir von diesem Kieber mitnehmen, der ist weit hinten und der ist schnell zu Fuß. Ich denke mal, man nimmt sich die Schlüssel einfach nur mit, falls man irgendeine bestimmte Itemrichtung braucht. Welcher von denen war denn für den Gun Store? Swarovski. Öl-Factory. Ach, guck mal, die haben den Big platt gemacht. Ich weiß nicht, wer genau auf den geschossen hat, aber keine Einwände, ne? Alter, ich könnte hier so gut die Waffenboxen looten, ne? Will ich hier richtig viel Munition sparen? Ja, das darf es mir geben. Gib mir einen Burger. Alter. Bin gespannt, was in den Safes da drin ist. Ach, dafür brauche ich noch mal einen speziellen Key. War das nicht dieses Faruski oder wie das hieß?
Okay, ich glaube, meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das ist eine einzelne Person. Den muss ich tatsächlich 15 Mal über den Haufen schießen. Wir wissen zumindest, dass er ganz hinten ist. Den Hunter kann ich ja in Ruhe lassen. Ich würde gerne eigentlich diese Ölfactory einmal finden. Und das andere Teil, dieses Faruski. Ich hab dich von unten ansprinten gesehen. Ich diese Viecher hasse, ne? Vielleicht von hinten? Ach, guck mal, hier kann man nach oben, glaube ich. Reaktionszeit Gottes. Also, da habe ich ja mal instant reagiert. Ich habe einen Vorteil, ich habe Nachtsicht. Natürlich, eine Mall hat mehrere Etagen. Aber hier bei Dunkelheit rumzulaufen, gefällt mir so überhaupt nicht. Was soll ich da machen? Okay, wir wissen, wo dieser Kieber ist. Das ist eigentlich alles, was zählt. Aber den jetzt 15 Mal umnieten, das klingt für mich echt nervig. Also wäre das eine Fraktion wie die Green Army, das wäre ja eine Geschichte, aber das ist ja wirklich eine einzelne Person und den soll ich 15 Mal über den Haufen schießen. Ich guck mal eben kurz fast, bevor ich hier weitermache. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt in den Diskussionen zu diesem Kieber. Das ist wirklich eine Einzelperson, die ganz hinten drin ist. Das ist so gesehen der Boss von dort. Und ich muss den echt 15 Mal über den Haufen schießen. Heißt, reingehen, den Typen in den Haufen schießen und wieder gehen. Eigentlich kann ich mich linksrum drum schleichen und dann einfach mich wieder verpissen. Aber dass man 15 Mal da rein muss, hätte 5 Mal nicht gereicht? Warum 15 Mal? Das wäre übrigens eigentlich ein Gebiet, wo sich eine Shotgun mehr lohnen würde als die Sniper. Ich gerade so drüber nachdenke, ne? Ey, mal normaler Regen und kein Acid-Regen. Vor allen Dingen, als ich gerade nachgeguckt habe, habe ich sogar gelesen, man muss auch noch schnell sein mit dem Boss, weil es kann sein, dass die Hunter den über den Haufen schießen. Nee, die schießen auf mich. Und irgendwie führen die gerade Krieg miteinander. Okay, wir wissen ja, was da ganz hinten ist. Einfach durchgehen, ne? Uns interessiert ja wirklich nur dieser Kieber. Wir gehen gar nicht erst nach oben. Okay, hab ihn. Können wieder raus. Wir beschäftigen uns gar nicht erst mit der anderen Ebene.
Wenn die nicht weiter wichtig für uns ist, beschäftigen wir uns nicht mit ihr. Ich habe dafür jetzt nur so ein, zwei Minuten gebraucht. Wenn ich mich wirklich nur auf diesen Keeper konzentriere und natürlich Hunter, die auf meinem Weg sind, können wir das eigentlich relativ schnell schaffen. Sollte nur eventuell mal zum Morgen skippen gleich. Wir sehen ja danach auch noch, ob es hier irgendeine weitere Quest gibt. Beim Barmann. Aber ich glaube, dass das wirklich momentan die letzte Quest ist. Auch wenn es ein bisschen schade ist, dass die einzige Quest, die bei den Mäudern stattfindet, dieser Kiba wäre. Weil das ist ja offenbar mit Abstand das größte Gebiet. Das Gute ist, der hält aber auch nicht viel aus. Gut, da ich da noch hingeguckt habe. Die haben sogar diese fetten Teile dabei. Okay. Nochmal einen speziellen Schlüssel durch den erhalten. Nehme ich direkt mit. Was der alles dabei hat. Ach, guck mal, sogar den für den Gun Store. Jetzt kann ich da auch rein. Also diese beiden Schlüssel konnte man nur bei dem finden. Boah, wie man sich hier jetzt bedienen kann. Ich kann. Ich mach's nicht. Ich will ja wirklich nur diesen Typen über den Haufen schießen. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Wo sitzt der Ficker? Wo ist der? Da! Ich habe ihn gefunden. Aber weil meine Waffe kaputt ist, konnte ich mich kaum wehren. Ich muss es ernsthaft sagen, ich hasse diese Quest, ne? Die ist so ends beschissen. Ich muss den noch 10-mal töten. Hätte ich das gewusst, ne? Ich hätte den vor dem Stream schon 14-mal umgebracht. Einfach nur, damit wir es instant abschließen können. Ich tue mir das jetzt nur deswegen an, damit ich das jetzt hinter mir habe. Zum Glück hat man wenigstens einen sicheren Punkt, wo der immer sein kann. Aber dann auch noch hier, wenn man bedenkt, dass er jetzt dreimal tot vor meiner Nase lag. Ich könnte dann jetzt schon bei 10 sein. Da ist wahrscheinlich der Kiva-Typ. Nein, ist er nicht. Da ist er. Ist er zweimal hier? Nee. Oh, mieser Ficker, das war mein Kill. Ey, wisst ihr was? Ich mache wirklich diesen Kompromiss. Kommt, bringt mich um. Kommt, schießt mich einfach über den Haufen. Komm. Danke. Ich bin jetzt nur bei 6 Kills von dem, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr für heute. Leute, ich mache das so. Bis zum nächsten Update. Keine Ahnung, wann das ist. Werde ich einfach diese Kiba-Quest mal nebenbei so ein bisschen machen, dass ich die einfach instant abgeben kann beim nächsten Mal. Weil das kotzt mich gerade viel zu sehr an. Ich glaube, ich würde noch eine weitere Stunde dafür brauchen. Ich sitze jetzt hier wirklich schon eine anderthalb Stunde, glaube ich, da dran. Um diese Kibas zu jagen.
Und ich bin wirklich erst bei 6 von denen. Und hab einfach keinen Bock mehr. Ich mach das wirklich so. Wenn das nächste Update ansteht, also ein nächstes Update in der Hinsicht, es kommt eine neue Map dazu oder ein neuer Story-Inhalt, dann kriegt ihr da mehr zu sehen. Dann werde ich diese Quest instant abgeben. Aber beim jetzigen Stand keinen Bock auf diese Quest. Also 15 Mal denselben Typen umbringen ist einfach so extremst nervig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der einfach random irgendwie erschossen werden kann. Das ist 10 Mal nerviger als das mit den Huntern, weil die konnten wenigstens mehrfach auf der Karte sein. Aber der Typ, der kann ja wirklich nur ein einziges Mal auf der Karte sein. Und wenn du Pech hast, dass er schon tot ist, dann kannst du dich vom Prinzip her selber umbringen. Also, ja. Richtig nervig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Fürs Erste war es das dann jetzt wieder mit Zero Sievert, bis das nächste Update mal kommt. Ne, das nächste große. Es ist ja erst bei Version 0.3. Also das Spiel ist ja noch lange nicht fertig. Aber ich gucke auch wirklich erst beim nächsten großen Update wieder in das Spiel rein. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen auf YouTube, Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als Erstes. Wir sehen uns dann beim nächsten Update wieder. Solange ist dieses Spiel erstmal pausiert.